zum Thema Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe entnimmt der Umwelt, zum Beispiel Luft, Grundwasser oder Erdreich, Wärme und liefert Wärme zum Beispiel ins Innere eines Hauses. Wir haben hier einen geschlossenen Kreislauf, der ein Kühlmittel enthält. Jetzt wird die Funktionsweise einer Wärmepumpe in 7 Etappen erklärt. Etappe 1. Der Kompressor verdichtet das gasförmige Kühlmittel und erhöht somit dessen Druck und Temperatur. Etappe 2. Das Gas gibt im Kondensator Wärme an das Hausinnere ab. Nach dem zweiten Satz der Thermodynamik von warm nach kalt. Das geht automatisch. Etappe 3. Das Kühlmittel wird somit flüssig. Etappe 4. Die Drossel verringert den Druck des Kühlmittels sowie auch dessen Temperatur. Etappe 5. Das flüssige Kühlmittel nimmt im Verdampfer von der Umwelt Wärme auf. Wieder durch den zweiten Satz der Thermodynamik von warm nach kalt. Das geht automatisch. Etappe 6. Das Kühlmittel verdampft. Etappe 7. Der Kompressor saugt das Gas ab. Und dann geht's wieder von vorne los mit Etappe 1. Könnten wir es schaffen, den Kompressor ohne Verbrennungsstoffe zu betreiben, so wäre die Wärmepumpe ein ideales Heizsystem.